Leute, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 152. Ich bin ein bisschen außer Atem. Maya auch. Wir sind nämlich gerade die ganze Zeit im Garten hin und her gerannt und haben irgendwie Fangen gespielt oder irgendwie sowas. Fragt mich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es war ultra lustig. Jo. Oh, meine Maui. Heute steht was richtig, richtig Cooles an. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir für diese Wand halt noch unbedingt ein Bild haben wollten. Und wie es der Zufall so wollte, kurz nachdem wir hier eingezogen sind, hat mich Jette vom Kanal Jette angeschrieben. Und sie ist Kunststudentin und hat halt einen Kanal, auf dem sie richtig coole Dinge macht, nämlich so DIYs und so auch Malen erklärt für Normalos und für Anfänger. Und sie hat eine Serie, wo sie halt andere Leute zu Hause besucht und mit ihnen zusammen ein Bild malt. Und das machen wir heute. Und ich freue mich riesig. Ich hole sie in 2 Stunden ab, muss mich auch noch fertig machen und so. Auf jeden Fall habe ich für die Wand eine Leinwand gekauft. Die ist hier. Die müssen wir noch auf jeden Fall auseinanderrollen und zusammenbauen. Die ist 2 Meter mal 1,50 groß, weil wir schon dachten, da muss was Ordentliches hin, was die Größe angeht. Aber das steht heute an. Sie bleibt auch bei uns. Und das Gästezimmer ist auch schon fertig. Das habe ich hier schon frisch bezogen vor ein paar Tagen. Also ich hoffe, sie wird sich hier wohlfühlen. Es ist halt alles noch so, ja, so ein Sammelsurium an Sachen, von denen wir irgendwie nicht wussten, wo wir sie hinstellen sollen. Auf Dauer wird das nicht so bleiben. Aber im Moment ist das echt okay. Also man kann hier irgendwie so seine Kleider hinhängen, da ein paar Sachen verstauen. Ich wollte euch was erzählen. Ich habe es gestern auf Insta gesagt und ich glaube, in dem letzten Vlog haben wir es dann am Ende nicht mehr angesprochen, weil das alles zu viel geworden wäre. Wir haben ein Problem mit unserem Wasser. Und zwar folgendes. Also das ist unser Wasserhahn in der Küche. Und normalerweise, also das ist so ein Mischregler. Wenn man den halt ganz nach hinten dreht, dann kommt kaltes Wasser raus. Wenn man den ganz nach vorne dreht, kommt warmes Wasser raus. Jetzt ist es so, das ist ganz warm und warmes Wasser läuft einwandfrei. Jetzt drehe ich das Ganze aber auf kaltes Wasser und drehe es auf und es passiert gar nichts. Dieses Problem haben wir praktisch im ganzen Erdgeschoss. Also die Toilettenspülungen funktionieren jetzt nicht wirklich, weil die funktionieren, aber es braucht ungefähr 1 Milliarde Jahre, bis das Wasser in den Wasserkasten wieder vollgelaufen ist. Jetzt ist es so, dass ich jedes Ventil, das es gibt und das ich finden konnte, und sogar diese Pumpe mit Filter, also das ist ja eine Pumpe mit einem Schmutzfilter und so einem Druckminderer, ich habe alles auf und zugedreht. Ich habe den Filter rückgespült. Alles nach Gebrauchsanweisung, alles nach YouTube-Tutorials, alles wie es sich gehört. Aber leider hat alles nichts gebracht. Und das ist jetzt sehr ärgerlich, weil oben funktioniert alles. Was ist hier los? Es kann ja dann nur noch entweder ein Defekt in der Pumpe sein oder ein Rohr ist verstopft. Deshalb haben wir jetzt kurz bevor bzw. nachdem Jette hier angekommen ist, ich weiß nicht genau, wann der Klempner kommt, der hat so ein Zeitfenster, haben wir auf jeden Fall einen Termin und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, woran es jetzt gelegen hat, weil klar, ich bin kein Profi, ich habe das nie gelernt oder irgendwas. Aber jetzt habe ich mich notgedrungen damit sehr intensiv beschäftigt und mir fällt einfach nichts Besseres ein, außer die Pumpe ist kaputt oder die Leitung ist verstopft. Und ich bin sehr gespannt, ob eins davon wirklich wahr ist, also ob ich mir das sozusagen richtig erschlossen habe oder ob es nochmal was ganz anderes ist. Und dann will ich auch auf jeden Fall gerne lernen, wie man das behebt, weil wenn das nochmal passiert, das ist echt mega nervig. So viel zum Update von unserer Wassersituation, von der ihr nichts wusstet bis jetzt. Und eine weitere Sache wollte ich euch auch noch zeigen. Heute übernehme ich mal den Haushall. Und zwar sind 2 Schuhregale angekommen und die baue ich jetzt mal eben auf. Also bei mir gehen mindestens 6 drauf und bei Barbara würde ich mal sagen 8. Bin ich gleich auf gleicher Höhe hier. Naja, schon viel besser. Bist du fertig? Kann ich gucken? Ja, schau mal, es ist echt gut geworden für dich. Hey, das ist echt ganz gut. Ich habe die ganze Zeit nach einer Lösung gesucht, auch als wir in Möbelhäusern unterwegs waren in den letzten Wochen, um dieses Schuhregal hier zu ersetzen, weil ich finde, dass das irgendwie so gar nicht hierher passt. Das Ding ist nur, wir haben hier den Heizkörper, hier kommt noch irgendein schönes Bild hin.
Oh, hier, okay, jetzt steht hier gerade das Regal aus der Abstellkammer, aber hier haben wir halt zwei Türen, da kann nichts vor. Und hier ist der Spiegel. Und hier, wo der Kram aus der Kammer auch steht, ja, wollte ich jetzt auch nichts reinquetschen. Deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, dass man ja eigentlich in den Schrank, hier in die Garderobe, ein Schuhregal reinstellen kann. Und die sind jetzt so ausziehbar. Verlinke ich euch auch gerne unten. Ich habe die letztendlich, ich weiß nicht mehr, wo ich die gefunden habe, aber ich habe halt nirgendwo sowas, was man ausziehen kann, vor Ort wirklich in einem Möbelladen gefunden. Und das fand ich sehr praktisch, um halt einerseits so Stabilität zu haben und andererseits, damit man den Platz gut nutzt. Tada! Sehr gut. So, und dann kann der irgendwie jetzt erstmal in die Garage oder so. Falls ihr euch übrigens fragt, was hier drin ist, wobei man erkennt es eigentlich, das sind die ersten Lampen von unserer Großbestellung. Moment, ich muss eben meine Haare föhnen, weil da ist so Hitzeschutz drin. Dann erzähle ich euch was zu den Lampen. Wunderschön. Hier hat an der Stelle auch immer gefragt, was ich für ein Glätteisen benutze. Das ist der GHD Platinum Styler. Wir haben einen sehr süßen Zettel im Briefkasten gehabt. Fokussiere. Aber sicher, habt ihr unser Verständnis. Süß. So, jetzt störe ich dich nicht mehr bei den Frisurtipps. Im Land läuft es echt nochmal anders irgendwie. Wir kennen auch mittlerweile so gut wie jeden hier. Hauptsächlich durch Maya. Als wir hier eingezogen sind, hatten wir ganz großes Glück, dass wir überhaupt Licht hatten. Weil dadurch, dass das alles so schnell ging, hatten wir irgendwie nicht so richtig daran gedacht, jetzt großartig Lampen zu kaufen, weil irgendwie haben wir es einfach vergessen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man seinen Koffer packt und die Zahnbürste vergisst. Manchmal vergisst man so richtig essentielle Sachen, weil man die für so gegeben nimmt. Und ja, glücklicherweise haben wir hier im Haus halt ganz viele Spots. Also zum Beispiel hier oben. Und glücklicherweise ist jetzt auch Sommer, das heißt, es ist sehr lange sehr hell, weshalb wir das Licht nicht so sehr vermisst haben, aber in manchen Räumen eben doch und in manchen Situationen zum Beispiel haben wir kein Licht im Flur. Da hängt immer noch so ein Kabel aus der Wand raus. Ganz genauso über dem Esstisch, da haben wir auch kein Licht. Also ich mag die Seite lieber. Toll, ich mache mir die ganze Mühe. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Der Kopf ist ganz warm und der nicht. Der Kopf vor allem, weil meine zwei Köpfe sind ja auch verschieden. Oh mein Gott, er hat sich versprochen, wie lustig. Ich wollte mit langen Haaren aussehen. Na, dann müssen wir mal gucken, ob wir das drin lassen. Das verstört ja alle. Ach was. Ich hätte dich so gern mit den roten Haaren gesehen. Also im Moment sieht es so aus, dass die meisten wollen, dass ich sie dir schneide. Freunde, 7 Jahre lang bin ich hier für euch da. Und ich dachte, ihr seid auch für mich da. So, wie fange ich denn an? Am besten schneide ich schon mal das hier ganz eng ab. Ist diese Freundschaft euch wirklich so wenig wert? Boah, ich weiß, was ich mache. Ich schneide alles ab, was blond ist, damit nur noch das Dunkle bleibt. Ich bin mittlerweile fertig. Leider kann ich euch nicht mein ganzes Outfit zeigen, weil die Kartons hier vorstehen. Aber dreimal dürft ihr raten, was für Schuhe ich anhab. Ich sag nichts anderes mehr als meine Birkenstocks. Ich wollte euch einen kleinen Trick zeigen, den ich letztens mir in einem YouTube-Video abgeguckt habe. Und zwar, ich habe hier jetzt ein Haargummi drum gewickelt. Und tada! Ist nicht meine Idee gewesen. Bis gleich, Ehemann. Bis gleich, Ehefrau. Bis gleich, kleiner Hund. Auf zum Bad. Hey, zurück. Hi. Wie versprochen mit Jette. Ja. Wir haben uns jetzt auch schon gerade ans Werk gemacht. Mhm. Und das ist echt ganz lustig. Ich habe euch ja die Leinwand gezeigt, in dem Zustand, in dem sie bei uns angekommen ist. Und normalerweise kommen die ja so im Ganzen an. Ja, ne? Genau. Also es ist halt noch keine richtige Leinwand, sondern die Bestandteile davon. Das ist schon das erste DIY hier an diesem Tag. Und wir haben keinen Plan, wie das funktioniert. Ja, vor allem, die haben uns keine Anleitung mitgeschickt, aber... Es sieht schon ganz gut aus. Und da muss nur noch die Leinwand dann später drüber und wir müssen die dran tackern. Und wir haben, glaube ich, so einen Tacker nicht. Also fahren wir gleich nochmal in den Baumarkt. Aber der Rahmen sieht schon mal gut aus. Ich glaube, das wird auch von der Größe ganz gut passen. Mhm. Freunde, eine neue Freundin gefunden. Aber wirklich sofort. Ich habe dir schon gerade erzählt, ich habe mal in so einem Martin-Rütter-Buch gelesen, dass das ein Vertrauensbeweis ist, wenn der Hund dir so den Rücken kehrt und sich zu dir setzt. Mhm. Thank you.
Der Rahmen steht mittlerweile, hat Henrik aufgebaut, während wir im Baumarkt waren. Wir haben noch ein bisschen zusätzliche Farbe gekauft, zu der die Jette mitgebracht hat. Ein bisschen Abdeckplane. Und wir gleich anfangen zu malen. Und das ist der Tacker. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ready? Mhm. Oh, es sieht gut aus. Jette fängt jetzt hier schon an, eine Skizze zu erstellen, damit wir einen Plan haben. Mhm, genau, weil das immer einfach ist, als wenn man so auf so eine richtig große weiße Leinwand startet und hat keine Ahnung, womit man anfangen muss. Deswegen mache ich mir meistens immer so eine grobe Vorskizze. Ja, macht Sinn. Und dann suche mir so Farben aus, die irgendwie gut passen können. Ja. Oh Leute, nehmt euch zu Hause einen Pinsel in die Hand und fangt an zu malen. Ich habe so lange nicht mehr gemalt. Das ist halt auch so ein Ding, das man irgendwie als Kind so als selbstverständlich ansieht, ne? Mhm. Man macht es und dann wirst du erwachsen und hast auf einmal Spaß, nee, auch Spaß im Leben zu haben, so. Und was ich auch empfehlen kann, wenn ihr irgendwie gestresst seid oder so, auch einfach mal anfangen zu malen oder wenn ihr das zum Beispiel auch schon als Kind gerne gemacht habt, aber auch so aus den Augen verloren habt und irgendwas sucht, was euch so beruhigt, versucht mal malen. Wir sind noch gar nicht so lange hier dran, aber es füllt sich hier langsam. Wir haben so viele verschiedene Farben. Ich liebe das Farbkonzept. Total. Schaut auf jeden Fall auch natürlich auf dem Kanal von Jette vorbei. Also ihr Video ist auch verlinkt zu dem Bild. Da werdet ihr dann auch mehr über die Techniken und so weiter lernen und über das Anmischen und den ganzen Prozess. Ich habe das jetzt nicht ganz so mitgefilmt wie sie, aber ja, sie hat generell auch super coole Videos, so auch für Anfänger vor allem. Ja, also ich kannte deinen Kanal gar nicht, bevor du mich angeschrieben hast. Und ich habe mich selbst so ein bisschen verloren in den Videos und habe mir die angeschaut. Also ja, mein kleiner kreativer Ort ist das, so mein Kanal. Ja. Der große Ort. Ja, es sieht so gut aus. Es passt einfach so gut hier rein. Mann, das könnte echt in irgendeiner fancy Galerie hängen. Ja. Von irgendeinem Superkünstler. Okay. Ich freue mich so sehr, weil die Ecke doch sehr grau war. Grauer Teppich, graue Kissen, alles grau. Und deswegen war von Anfang an die Idee halt das Grün, was halt hier überall so drumrum ist, da auch irgendwie mit reinzubringen. Und jetzt fügt sich das alles echt gut. Also im Prinzip fehlt jetzt nur noch hier diese kleine Bar, von der ich euch erzählt habe. Und dann wird dieser Tisch hier ausgewechselt. Eventuell halt noch irgendwie so Heizungs-Radiator-Cover. Wie heißt das? Heizungsabdeckungen, Verkleidungen. Aber sonst ist der Raum fertig. Und ich komme echt nicht drauf klar, wie schön dieses Bild ist. Vor allem das Lustige ist, wir haben erst gedacht, dass das hier oben sein wird. Und dann haben wir uns letztendlich doch entschieden, es andersrum zu machen. Wir haben es die ganze Zeit falsch rum gemalt quasi. Genau. Und das Ganze so geflippt und jetzt hängt es falsch rum. Henrik hat es noch nicht gesehen. Okay. Oh wow, das ist echt voll schön. Mhm. Ja, ne? Sieht hochprofessionell aus. Gefällt's dir? Ja, total. Mir auch. Mega. Ist schön geworden. Ja. Danke, Jette. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, für heute beenden wir den Tag jetzt auch mal, denn wir essen jetzt eigentlich nur noch. Es gibt Nudeln, es gibt Bruschetta. Er sieht Tomate. Yes. Und Henrik hat wie immer seine Spezialität bestellt. Spannung, Spannung, Spannung. Weil vier Käse nicht genug sind. Machen wir immer mal. Genau. Sagt schon mal Jette tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Leute, am nächsten Tag. Ich wollte euch ein kleines Klempner-Update geben. Der Klempner ist nicht gekommen. Juhu. Und das hat jetzt zur Folge, dass sich an unserer Wassersituation nichts geändert hat. Jetzt ist natürlich Wochenende und das Ganze hier ist kein Notfall. Also ist jetzt der Klempner erst am Montag hier. Was alles in allem ein bisschen ärgerlich ist, aber gut, solange es funktioniert bis zum
15., also da ist eigentlich noch viel Zeit, ist auch alles gut, weil dann bekommen wir nämlich Besuch von Barbaras Mama und ihrem Bruder. Barbara bringt gerade Jette zum Bahnhof und wenn sie wieder da ist, gehen wir Gassi mit Maya und dann machen wir ein Unboxing. Wie versprochen, sind wir jetzt zurück vom Gassi. Hey! Maya hatte lecker Fresschen und die war so fein schwimmen, das ist unglaublich. Also ein richtiger Apportier- und Schwimmhund ist sie geworden, hätten wir auch nie gedacht. Und jetzt machen wir genau das, was ich euch gerade angekündigt habe. Wir packen hier diese riesigen Pakete mit den Lampen aus. Und ich glaube, das sind noch nicht einmal alle, sondern nur der erste Teil. Aber ich bin schon jetzt sehr gespannt, welche da mitgekommen sind und welche nicht. Ah, die Nachttischlampen! Die Nachttischlampen, oh wie cool! Hier! Oh, die sehen schön aus. Na, die sehen besser aus, als ich mich erinnere. So, und Paket Nummer 2. Die Spannung steigt. Was wird drin sein? Sind es Lampen oder Lampen? Oh ja, darauf habe ich so sehr gehofft. Das ist meine Schreibtischlampe. Cool. Wow, die sieht echt mega cool aus. Ja. Super fancy, aber wo wollen wir die hinhängen? Die ist ja mal richtig schön. Ja, die sieht echt mega aus. Ein bisschen größer, als ich gedacht hätte, aber vom Design her einfach geil. Wisst ihr was, woran wir bei den ganzen Lampen nicht gedacht haben? Glühbirnen! Die hier, noch nicht ganz aufgebaut hier, aber so soll es ungefähr aussehen, sind die, die wir als Nachttischlampen vorgesehen haben. Dann, ich weiß, darunter kann man sich im Moment noch gar nichts vorstellen, aber an all diese kleinen Ausgänge hier wird so eine Glaskugel geschraubt, so dass es am Ende so aussehen soll und die kommt dann in den Eingangsbereich. Der Tag fängt bekanntermaßen an. Königin Maya kriegt ihre Streicheleinheit. Bevor Königin Maya auf ihren Morgensspaziergang gehen kann, um ihr Frühstücksfest mal zu genießen danach. Ja, Pastete mit Gelenkpille für die modernen Seniorenhunde von heute. Heute ist was richtig Blödes passiert. Im Prinzip, seit wir hier oben schlafen, ist der Tageslichtwecker auf meiner Seite. Und das ist keine gute Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ja, auf jeden Fall hat mein Gehirn mittlerweile so sehr dieses Vogelgezwitscher mit Aufstehen verbunden, weil der Tageslichtwecker macht nicht oder wie auch immer Wecker machen, sondern der zwitschert. Und sobald ich auch nur einen winzigen Vogel zwitschern höre, das winzigste Gezwitscher, werde ich wach. Ja, und heute ist es passiert. Er hat angefangen zu zwitschern, aber wirklich in der Sekunde, als der angefangen hat, bin ich wach geworden und habe den Wecker ausgemacht. Henrik ist davon erst gar nicht wach geworden. Ich habe nichts mitbekommen. Haben wir weitergeschlafen. Das ist mir früher in der Schule so oft passiert. Aber heute ist Montag. Und es ist die Woche, in der ich mir vorgenommen habe, in eine bessere, gesündere, motivierte Routine zu starten. Wir haben auch gerade unsere Morgenmeditation gemacht. Und ich habe das alles visualisiert. Und heute wird ein erfolgreicher Tag, das könnt ihr mir mal glauben. Ich gehe zum Sport, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ich mache auch nur eine halbe Stunde mit Gewichten und sowas, weil Henrik macht sich immer über meine Arme lustig und... Das klingt jetzt so, als würde ich das wirklich ernst meinen. Dabei mag ich deine Arme doch. Wenn ich wirklich darüber bin. Ja, ich brauche trotzdem ein bisschen Oberkörpermuskulatur. Ich habe euch ja noch gar nicht von dem super erfolgreichen Tag zu Ende erzählt. Ja, nach dem Sport wird nämlich ein Video gedreht. Zum Thema ungeschminkt schön. Ich weiß, man kann es sich gerade kaum vorstellen, aber... Ich schneide dafür den Vlog, den ihr jetzt guckt, nach dem Sport. Das ist auch sehr produktiv. Und es wird kein Alkohol getrunken. Oh, echt? Am Abend. Auch nicht im Jacuzzi, wenn es gerade so schön blubbert. Aber das ist echt schwer jetzt. Boah, mir ist noch was eingefallen, was richtig cool ist. Heute kommt endlich diese Bar an. So viel zum Thema, wir trinken nicht mehr. Heute kommt endlich die Bar an. Ja, die ist ja auch zu dekorativen Zwecken. Natürlich.
Wie viel hast du denn schon? 9 oder so? Ja. Es ist nicht ganz gleichmäßig. Langsamer und kontrollierter. Ja. Weiter! Jetzt kannst du die andere Übung nochmal machen. Ihr könnt gerade heulen. Ey, wie lange erzähle ich euch jetzt schon von dieser Bar? Tamta, hier ist sie in ihrer vollen Pracht. Leider ist sie in jeder einzelnen Ebene genau an derselben Stelle kaputt. Es ist wirklich unglaublich. Das ist einfach das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Zertifikat hier auf Authenticity bekommen habe. Für ein Möbelstück. Und jetzt können wir das reklamieren und haben den Ärger, das zurückschicken zu müssen. Ich meine, der Hersteller kann wahrscheinlich nichts dafür, sondern ich vermute mal so, das war eher die Spedition. Ja, ja. Der Karton hat zu oft gesagt, bitte nicht stapeln, bitte nicht hart aufsetzen, bitte so rumhalten. Und Ich meine, es war extrem gut verpackt, aber für mich, da das ja in allen Ebenen an derselben Stelle ist, sieht es so aus, als wäre das hingefallen und hätte sozusagen einen Stoß gegeben, der alles einmal zerbrochen hat. Oh mein Gott. Und das ist ja auch kaum zu glauben, der Klempner hat gerade angerufen und jetzt bin ich mir wirklich sicher, dass das mit dem Autounfall eine Lüge war, denn er hat gerade am Telefon gesagt, er hat keine Kapazität, er muss uns für heute auch wieder absagen. Ich meine, ich habe keine Worte. Seht ihr das, wenn ich schon keine Worte für etwas habe, dann... Ich meine, ich laber immer. Ja, ich denke mir immer, was ist, wenn man das in anderen Berufen macht? Ja. So, jetzt sagen wir mal mein Paradebeispiel Krankenhaus. So, ja, sie brauchen dringend OP. Ich sehe das, das Bein ist gebrochen, tut weh. Oder ja, okay, warte mal, ich komme mal morgen. Ach so, nein, sorry, ich komme doch lieber übermorgen. Nee, ich habe keine Kapazität mehr. Aber sie können ja mal versuchen, vorsichtig aufzutreten. Beweisfotos. Und dann wird die Mail jetzt abgeschickt. Hier, was Positives. Das ist nicht süß. Ich habe gestern Abend so eine Seite gefunden, die heißt Spaß mit Hund. Und da sind so viele süße Spiele. Und ich habe mir einige jetzt gemerkt, die ich mit Maya mal ausprobieren werde. Wenn alles schief läuft, denkt einfach an süße Katzen- oder Hundebabys. Dann geht's euch gleich besser. Okay, ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Und dann wird gedreht. Ich habe nämlich heute vor, ein Video zu filmen. Action im Garten. Wir hatten hier gerade eine schwarze Katze, die ungefähr 20 Mal schneller ist als unser Seniorhund. Und Maya hat sie hier gerade gejagt. Na, hast du die Katze weggescheucht? Bist du ein guter Wachhund? Dieser Tag wird einfach besser und besser. Update zum Wasser. Es ist immer noch nicht da. Im Gegenteil, jetzt habe ich es verschlimmbessert. Außerdem, nachdem uns der letzte Klempner abgesagt hat und ich schon wieder einen angerufen habe, hat der mir gesagt, in 1 bis 2 Stunden rufen sie mich zurück, um mir zu sagen, ob sie überhaupt Zeit haben. Ich habe das Gefühl, dass was mir passiert ist, ist so viel schlimmer und ekelhafter. Maya kommt gerade so rein in mein Zimmer und sie kommt manchmal so angedackelt, setzt sich dann so auf einhalb und das hat sie wieder gemacht. Also ich saß im Prinzip halt so und sie hat sich... mit ihrem Hintern so auf mich drauf gesetzt. Das macht sie immer. Sie kappt dann einem den Rücken und will, dass man sie streichelt. Dann steht sie auf und ich so, irgendwas stinkt. Und was ist das Braune an meinem Bein? So widerlich. Die muss irgendwie Durchfall gehabt haben oder irgendwas. Und das war das auf meinem Bein. Ist das nur ein Kot? Nachdem ich jetzt 5 Minuten lang hier meine Beine gewaschen habe, bin ich einfach nur froh, dass sie sich noch auf mich gesetzt hat und nicht auf meinen flauschigen hellrosa Teppich. Der ist nämlich Gott sei Dank dadurch sauber geblieben. Den hätte man nämlich nicht so einfach sauber bekommen wie Beine. Ich habe jetzt gerade den Hund geduscht draußen und jetzt liegt sie beleidigt da rum und schmollt. Die wird beleidigt, wir haben sie halt nicht wieder reingelassen. Die ist nass jetzt komplett. Was ein fantastischer Start in die Woche, ja, einfach. Es sind mittlerweile ein paar Stündchen vergangen und, wie man hier sehen kann, ich habe mein Video gerade zu Ende gedreht. Henrik ist gerade wiedergekommen, der war nämlich heute alleine einkaufen, sonst machen wir die Wocheneinkäufe eigentlich immer zusammen, aber... Netterweise hat er mich drehen lassen.
witzigerweise genau auf die Minute genau 10:30. Ich bin jetzt in einiger Zeit fertig mit der Gartenarbeit und habe noch ein bisschen aufgeräumt, aber habe noch ein bisschen an ihr Video geschnitten, die ist jetzt schon oben. Ich gehe jetzt auch schlafen und war wieder ein langer Tag. Morgen stehen wir besonders früh auf, weil Barbara muss noch das Video fertig schneiden und danach zum Kieferorthopäden. Und in meinem Fall der Klempner kommt und ich wollte ein paar Sachen produzieren. Besser, wenn wir früh starten und wir versuchen jetzt gleich auch ordentlich schnell zu schlafen. Deshalb macht es gut. Bye, bye. Eigentlich wollten wir den Vlog an dieser Stelle beenden, aber ich habe das Gefühl, das große Finale muss euch hier noch bekannt gemacht werden. Wisst ihr, was das hier ist? Der Beweis, dass ich recht hatte. Und der Grund dafür, weshalb wir kein kaltes Wasser hatten. Es war ein verstopftes Rohr. Ja, und der Klempner, also ein anderer Klempner, den wir herbestellt haben. Der wirklich gekommen ist. Einer, der wirklich gekommen ist, der super nett war, hat das sofort lokalisiert. Und wir haben wieder überall kaltes Wasser. Was auch bedeutet, dass die Spülmaschine endlich wieder läuft. Gott sei Dank, weil ohne kaltes Wasser ist echt schlecht. Ja, wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht, weil ich bekomme heute meine obere Zahnspange. Weshalb wir jetzt nach Düsseldorf fahren und das seht ihr dann alles im nächsten Vlog. Genau. Den wir jetzt direkt weiterfilmen. Also schaltet beim nächsten Mal ein, denn danach bin ich eine vollständige MF. Wisst ihr noch, was das heißt? Meine Frau. Nein, das heißt Metallfresse.